willst du vielleicht meine Frau werden? Oho. Willkommen im Klimasland. Wovi Zerklieder 2018, der dritte Weihnachtsmarkt, der größte, der schönste, wirklich, und das meine ich ganz ernst, ihr glaubt nicht, was euch erwartet. 130 Leute haben hier eine Woche lang fast aufgebaut. Werdet ihr sehen, überall kleine Schilder, achtet auf die Details. Das ist völlig verrückt, die ganzen Lichter, die ganzen Ketten, alles blinkt, überall ist ein bisschen Liebe reingestreut und reingekippt und rangemalt und rangeschraubt und so. Das finde ich so geil und das ist das Besonderste, finde ich, an diesem Weihnachtsmarkt. Und das finde ich halt so heftig, dass hier so Leute sich vorher nicht kennen aus ganz Deutschland auf irgendeinen verlassenen Rumpelhof zwischen Hamburg und Bremen und den schönsten Weihnachtsmarkt des Landes organisieren. Ab ins Klimasland, Wovi Zerklieder 2018. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Der Hof ist voll. Ich weiß nicht, wie viele tausend Leute schon da waren. Ich schätze so 4 oder so. Und die verteilen sich aber besser, denn wir lernen ja auch. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen den Hof und was hier so passiert. So, hier gibt es ein Bällebad. Da entspannt sich schon jemand drin. Hier vorne wird geschafft. Hier hat man Spaß. Hier macht man was. Siehst du jetzt? Gehen wir jetzt gleich rein. Wir haben einen Greenscreen gebaut. Das Video dazu gibt es auch noch gar nicht. Das kommt auch noch. Aber hier kann man schon testen. Einmal hier rein, wir müssen zusammen tanzen. Pass auf, ich klatsche gleich ein. Folgt mir. Jetzt läufst du hier rein. Komm dazu! Komm dazu! Jetzt pass auf, jetzt kommt gleich der Clap, jetzt kommt gleich der Clap. Warte, pass auf, ich kenne das Video ja. Jetzt musst du auf andere Seite, jetzt! Zack, jawohl! Schön! Und hier kannst du nämlich jetzt vor dem Greenscreen tanzen, das kann jeder machen. Und dann wird man da reingekiept. Hier vorne ist ein richtig geiler Stand. Ich darf nicht sagen, wer schon zugeschlagen hat, weil dann jemand aus meiner Familie weiß, was er zu Weihnachten bekommt. Oh, sorry. Das ist aus alten Fahrrädern, ne? Genau. Das heißt, das ist ein Rahmen. Das ist ein alter Fahrradrahmen, alter Stahlrahmen. Ja. Und wir bauen da Hocker draus. Das habt ihr selber gebaut, habe ich gehört? Ist jetzt Speed Racing oder was ist das? Ja, ihr fahrt 200 Meter, ich denke mal, gegen meinen kleinen Bruder einfach. Ne? Ist der das gut? Läuft schon. Einer von euch macht das. Ich bin noch nie Fahrrad gefahren. Ja, ja. Was die Höhe? Ja, mir alles scheißegal. Den rasiere ich, egal wie ich hier sitze. Go! Ich werde langsamer! Ich glaube, ich werde langsamer! Fuck, ey! Herzlichen Glückwunsch. Wie viel schneller warst du denn jetzt? Ich habe 10.357 gefahren. Und ich? 10.587. Ah, ja, ist mega geil hier. Ja, alle Macht. Geil, ihr macht das den ganzen Tag, ne? Ja. Ich trinke lieber Glühwein. Auf zum nächsten Abenteuer. Warte, du musst, lauf nicht weg. Wenn ich dich im Getümmel verliere, dann bin ich verloren. Du zeigst mir deinen Stand. Was habt ihr für einen Stand? Wir basteln Engel. Oh, Chromo. Ich weiß, wie das Game läuft. Folgt mir einfach. Klappt immer. Ja, klappt immer. Dann zeig mal, was ihr hier tut. Engel oder Herzen? Dann mache ich mal eben ganz schnell ein Herz. So und so. Ihr müsst mich anleiten. Wenn das hier nicht richtig ist, musst du einfach ruhen. Hier kannst du auch gucken. Ja, gut. Okay, ich habe sowas gemacht. Guck mal, ist das für dich in Ordnung, was ich hier gemacht habe? Ja. Ich habe eine Frage. Ist das ein U-Boot da drin in den See? Ja, die wurden verarscht, ehrlich gesagt. Das ist ein Rettungsboot. Aber sag das keinem. Das ist offiziell ein U-Boot. Okay. Das sieht ja aus wie eins. Ne? Hier in dem Zelt sind Eintagesaussteller. Da gibt es Samstag und Sonntag unterschiedliche Essen. Thank you.
Überall auf dem Hof sind hier Musiker verstreut. Vorne, hinten, in der Mitte. Weißt du, was das Größte für sie wäre? Nee. Wenn auf unsere Hochzeit für uns das Lied spielen. Habt ihr geheiratet oder was? Nee, noch nicht. Aber willst du vielleicht meine Frau werden? Oh! Heiratsantrag! Wuhu! Das du hast gesagt, dieses Jahr gibt es keinen Antrag mehr. Freut mich für euch, ganz schön. Da drin sitzt kein Kind, da sind nur Erwachsene drin. Hier können auch die ganz Kleinen malen. Können sich ein bisschen austoben, mal kreativ werden. Das erste Mal im Leben einen kleinen Buntmalstift in der Hand halten. Und auch zusammenführen, da kann man diese Babys connecten, das machen wir im Kindergarten so. Setzt sich nebeneinander und dann irgendwann sammeln die sich gegenseitig die Finger an. Genau das wollten wir hier machen. Ja. Endlich, der Nachwuchs ist da. Wie sieht das für dich aus? Smiley. Geheimnisvoll wäre die richtige Antwort gewesen. Wir lassen euch mal in Ruhe, ihr macht das schon. Manche Künstler wollen bei der Arbeit nicht gestört werden, das verstehe ich. Komm, wir gehen ein bisschen weiter. Da ist ja der Weihnachtsmann. Psst, anpischen. Anpischen. Das ist der echte Weihnachtsmann. Isabella. Da kommt Isabella. Isabella hat was direkt vom Weihnachtsmann bekommen. Weißt du, was ich verrückt finde? Dass er all die Namen weiß. Als letztes für den ersten Durchgang habe ich Tobi-Leins. Tobi-Lein kriegt was. Der kleine Tobi-Lein. Ja. Tobi-Lein ist da. Tobi-Lein war richtig. Süß. Freut sich der Tobi-Lein aber. Bitte schön. Ist der Tobi-Lein jetzt glücklich? Ich bin richtig glücklich. Schön, super. Weihnachtsmann, geil. Hier sind auch Aussteller drin. Was ist das denn Geiles? Seit wann gibt es diesen Money-Beutel? Habe ich nicht hier per Facebook. Kannst du mir auch bei StudiVZ schicken. Da kommt doch keiner mehr rein. Voll gut. Mega gut. Was ist das denn? Oh, das ist eine. Ist das eine Babypille? Das finde ich irgendwie ganz cool. Die ist auch so ein Favorite von mir. Lecko Mio, die ist geil. Und was soll die denn kosten? 35. Du arbeitest hier gar nicht, du arbeitest hier nicht, ne? Du sitzt hier nur, ne? Ich arbeite wirklich hier, aber ich dachte, ich sag mal einen Preis, der ganz gut. Ja, bei mir wär's so bei 5 Euro. 5 Euro? Zwischen 5 und 35 kann ich mir was aussuchen, wie wär's mit 10? Danke. Ja. Geil, komm, wir ziehen weiter. So, hier, altbekannte, Ripflip, die kennt jeder. Ripflip, Boys und Girls haben hier eine E-Narrenfreiheit, die sie sich ja doch immer wieder rausnehmen. Wie läuft's bei euch denn? Ich bin ganz zufrieden. Die Leute sind cool drauf. Die Leute sind kreativ vorne. The Christmas tree at the Christmas party. Mistletoe hung where you can see every couple dressed up. Rocking around the Christmas tree at the Christmas. Das ist total geil, was ihr wieder auf die Beine. Ich meine, ich wollte ja letztes Jahr schon vorbeikommen. Ja, du warst noch nicht hier, die beiden noch nicht da, ne? Zum Weihnachtsmarkt. Sag. Wuwizak Lila. Das ist total krass. Wir sind alleine da vorne durch die Schleuse rein und Sophie kommt direkt und denkt, was ist das denn alles bitte, ey? Also, das ist so like Disney. Ja, ne? Ja, so ein bisschen. Das hier ist Zoras und Peders Eierlikörstand. Zora und Peter kennt ihr hoffentlich beide. Peter ist der Typ mit dem Trecker, Zora ist die Alte von Kochmar. Also, naja, sehr gute Köchin. Im Allgemeinen jetzt. Und das ist Zoras Schwester. Oh, da ist Schokolade im Rahmen. Ja, geil, oder? Das ist ja lecker. Findet ihr den lecker? Ja, der ist super lecker. Aber der hat gut Umdrehung. Der Anfang vom Ende. Oh, der ist wirklich lecker. Ja, ne? Oh, hintenrum kommt aber noch mal. Ja. Oh, Gang, jetzt kann ich den essen? Ja. Ach so, ja, apropos die Alte. Wollen wir die mal besuchen? Die hat nämlich noch einen Stand. Hier da bin ist ich. Sie. Hallo. Na? Das sieht so geil aus. Der ist so fluffig, der geilste Kaiserschmarrn der Welt. Ja.
Hallo! Ja, hast eine Allergie neu, ne? Hast eine Allergie? Einfach mal so ohne Disco. Na, ne, Baby? Hast du eine Allergie? Er stand hier. Was ist das? Hunger. Das ist meine Tüte, damit staube ich hier umsonst Sachen ab. Nee, du sollst es nicht nehmen, du sollst da was reintun. Soll ich dir da so eine reinmachen? Nein, oder? Einfach in die Hand geben, aber es war doch nur so ein Zeichen. Ich habe kein Geld und ich habe Hunger. Finn, du hast schon vier Pfannen gehabt heute. Nee, zwei. Du hast jetzt hier bei uns in der neuen Industrieküche das Zeug hier zubereitet. Endlich, ja, Gott sei Dank. Sie ist endlich fertig geworden. Ich bin richtig glücklich. Dazu gibt es auch bald Infomaterial in Videoform. Ja, es ist wunderschön geworden. Ich bin sehr happy, dass das alles in letzter Minute noch so geklappt hat, hier kurz vor dem Weihnachtsmarkt. Aber umso schöner, dass wir jetzt hier so frischen Kaiserschmarrn machen können. Oh, wie das Mensch, dampft. Hör mal. Wo ist hier das Weiße? Wo ist der ist so schön fluffig. Puderzucker, wo ist hier das Weiße? Wo ist hier das Weiße? Du kannst doch mal ein bisschen. Uns geht's ja gut. Kannst du hier gleich mal ganz kurz abhauen? Wir wollen noch mal hinten in die Stände. Na, auf jeden Fall. Die Jungs haben hier alles unter Kontrolle, oder? Und alle so, nick jetzt, nick jetzt. Ich habe mir gerade für einen Zehner hier so ein Bild gekauft. Ah, Lecco Mio. Verstehe. Ja. Von 35 Euro auf 10 runtergeletzt. Das kostet 35 Euro? Naja, war ein ausgedachter Preis. Wir haben spontan verhandelt. Komm, wir gucken uns jetzt die ersten Stände an. Ja, okay, los geht's. Hier hinten sind auf jeden Fall auch alle mega happy. Ich bin vorhin schon einmal rumgegangen. Ich habe schon ein paar Nudeln gegessen bei der Nudelei. Die sind auch wieder am Start. So als, ihr seid ja Kollegen, ne? Ja, wir sind Kollegen, ja. Erstmal Klimasländer. Wie immer. Wie immer. Dieses Mal noch was Neues im Sortiment dabei von dir, habe ich mir sagen lassen. Ey, Leute, jetzt pass auf, der große Tag ist gekommen. Finns Fettfinger ist am Stissel. Ja. Es gibt ihn. Und er ist voll mit Fett. Geil, ich muss mir noch eine holen. Ich habe die noch nicht gegessen. Ich habe die mal bei der Verköstigung gehabt, als wir die erste Probe bekommen haben. Ja, die waren so, geht so. Und dann haben wir noch mal 30% Fett oben drauf gelegt. Kostenlos. Ich würde eine Portion Pommes mitnehmen, ja, wenn du eine da hast. Ja, dann habe ich die Kalorien für heute auch abgehakt. Danke euch. Danke. Noch ganz viel Spaß. Wow. Guck mal, André steht schon da und hat... Bei mir läuft immer. Ich kann hier noch Nachtische näher schieben, wenn er Bock auf Kaiserschmarrn hat. Direkt im Mund mixen. Jetzt sind wir direkt noch was zu. Was ist? Eine Roschpöbel. Der hat als allererstes in meinem Freundeskreis eine Playstation gehabt. Der war so beliebt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und jetzt pass auf, dann bin ich hingegangen vorhin, um zu sagen, ey geil, Quetschpommes in Zeven. Daniel Schmeling, bist du's? Also ja, ich mach jetzt Beton. So, Alter, doppeltes Lottchen. Gib mal deine Handynummer. So, jetzt hier vorne nochmal zum Poffertes-Stand. Ich kann das. Ich kann das auch. Ja, ich kann das nicht so gut, als ich das kann. Aber ich kann heel gut praten. Hier, denk je, dass die auch Nederlands zijn? Misschien zijn dat ook Duitse. En dan gaat dat niet. Ik weet het niet. Hi. Hallo. Hoi. Machen wij misschien twee keer poffertjes hebben? Ja, als dat gaat? Er zegt ja. Waarom kan je dat dan een beetje? Ich hatte früher viel mit Holländern zu tun, ja, als ich ja, noch ich den. Weiß so. Alle, die Zeit hatte ich auch mal. Vielen Dank fürs Teilen. Natürlich. Echt lecker. Echt lecker, hä? Oh ja, hi. Ich bin jetzt ganz. Ich brauche jetzt einen Glühwein. Ich brauche einen Ehrlicher. Ich hole mir was Warmes, du holst dir was Kaltes, okay? Und dann stoßen wir an. Prost. Prost. You give me a shot in the end, shot in the end. Alter, dass der seine Finger noch spürt, ne? Krass, ne? Ja. Zacklila 2018. Das ist Fee, aka Hubi, die habt ihr noch nicht so oft gesehen. Die hat das alles hier organisiert. Also nicht alleine. Nicht alleine. Du hattest 130 Helfer plus. Sagen wir mal 150 vielleicht, ja, und ne? Unser ganzes Team. Also als erstes Mal prosten wir aufs Team. Auf Zum dich, Wohl. Auf alle. Dann prosten wir auf knapp 15.000 Gäste. Prost. Die Zahl geht runter wie Glühwein. Soll jedes Mal trinken, ne? Es ist so eine Art Resümee. Nach zwei unglaublichen Tagen, Samstag, Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Gestern waren 6.500 Leute da oder so. Heute der Rest. Ich weiß, also ein bisschen mehr. Ja. Ich weiß immer nicht so richtig, was ich sagen soll, weil das wirklich wahnsinnig ist. Wir hatten einen Stromausfall, mehrere. Thies ist gestern geflitzt. Ja, also wir hatten ungefähr zwei vielleicht, die man als Stromausfall zählen kann. Dann kam der Cordes, der hat uns nochmal schnell ein neues Aggregat hingestellt. Dann hatten wir gerade einen Heizungsausfall. Dann kam Peters, hat uns das mal schnell gefixt.
Dann hatten wir keinen Glühwein mehr und keine Brötchen, dann kam Fee und hat noch mal ein paar tausend nachgeordert. Es ist Wahnsinn, es ist einfach unglaublich, was diese kleine Idee für Dimensionen angenommen hat. Und dafür möchte ich mich irgendwie bei euch bedanken, was ja die Menschen sind, die hier drumherum stehen. Weil das ist ja einfach nur festgehalten, was das hier eigentlich ist. Das Klimastand ist irgendwie real. Und das finde ich immer geil an Weihnachtsmärkten, wird's das. Dann wird's das erste Mal so richtig real. Man guckt irgendwie die ganze Zeit zu. Und wenn man dann hierher kommen kann, dann kannst du Sachen anfassen, mit irgendwas so spielen und so. Und das finde ich richtig krass. Das hast vor allen Dingen auch du möglich gemacht. Und das ganze Team. Ja, es waren wahnsinnig viele Leute. Ich hoffe, ihr habt das nicht verpasst, weil dann habt ihr nämlich echt was verpasst. Und sollte das tatsächlich der Fall sein, dass ihr nicht hier wart, dann habt ihr ganz vielleicht in 2019 noch die Chance. Wir müssen jetzt schon wieder anfangen zu planen. Das ist ganz schön viel geworden. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo ausweiten. Ja, ist wirklich so, ne? Genau, das Fußballfeld dazu nehmen und der neue Fußballplatz und der alte Fußballplatz. Es sind so viele Menschen. Vielen Dank für die Liebe. Vielen Dank an alle, die da waren. Vielen Dank an alle, die zuschauen. Wahnsinn. Willst du noch irgendwas sagen? Nee. Prost auf euch. Gesagt, vielen Dank, dass ihr da seid. Und cool. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Weinst du, Hubi? Wir haben nur Hubi noch, hat Tränen in den Augen. Ist nein. Echt so. Wir haben. Die heult. Also. Ist so. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Nein. Ist es okay. Nur ein bisschen. Was wolltest du sagen? Weil es so schön ist. Es war wirklich schön. Ja. Es war wirklich schön. Es war sehr anstrengend und sehr, sehr schön.